Egal ob Hotel finden, Zugticket reservieren oder das nächstgelegene Café aufsuchen. Mit dem Smartphone kann ich im Urlaub schon allerhand anstellen. Ich teste heute, was Google Glass als City Guide drauf hat. Für meinen München-Trip heute kann ich mir über das Glasprisma gezielt Informationen über die Stadt und die Umgebung anzeigen lassen. So gibt es zum Beispiel Fieldtrip, den Google-eigenen Reiseführer, Google Now, den eigenen Assistenten oder ich stoße einfach gezielt über die Google-Suche Wikipedia-Einträge an. Glass reagiert aber auch auf Sprachbefehle. So kann ich alles, was mir gefällt, mit Hilfe der 5-Megapixel-Kamera festhalten und auch als 720p-Video aufnehmen und direkt im Anschluss mit Freunden teilen. Okay, Glass, take that picture. Für die allermeisten Funktionen benötigt die Glass eine bestehende Internetverbindung. Deswegen habe ich die Brille per Bluetooth mit meinem Handy und der MyGlass-App gekoppelt. Ist der Handy-Akku leer, bedeutet das allerdings auch das Ende der Touri-Führung. Eine richtige Wunderwaffe ist Google Glass noch nicht, denn ein richtiges Augmented Reality hat die Datenbrille noch nicht drauf. Zudem bin ich immer zwingend an die Internetverbindung meines Smartphones gebunden. Und bevor mir jetzt die Projektionslichter ausgehen, brauche ich erstmal noch was zu trinken. Okay, Glass? Get me directions to Hofbräuhaus. Nee, ich krieg's gerade nicht hin. Okay, Glass? Get me directions to Vapiano.